Ja, servus zusammen. Es ist ja die Weltklimakonferenz in Dubai. Einige sagen auch das größte Treffen der Privatjets aller Zeiten. Aber sei es drum, der Olaf ist ja hingeflogen und ist für 20 Stunden mal kurz da gewesen und hat heute Folgendes gesagt. Ist klar. Wir müssen uns dafür sehr beeilen. Bis 2030 will Scholz den Ausbau Immer. erneuerbarer Energien weltweit verdreifacht und die Energieeffizienz verdoppelt sehen. Dazu solle beim Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle, wie Scholz sagt, feste Entschlossenheit an den Tag gelegt werden. Vielen Klimaschutzaktivisten ist das zu wenig. Ja. Die fordern mehr Tempo und konkretere Sind die Ansätze. auch hingeflogen? Eine wichtige Alternative zu fossilen Energien sei aber auch die Atomkraft, erklärt heute eine Gruppe von 20 Staaten, unter ihnen die USA. Spinnt hier? Ein massiver Kernkraftausbau für den Klimaschutz unerlässlich. Wir werden bei den Emissionen nicht zu Netto Null kommen, ohne die Nuklearenergie. We will. Die Europäische Union in dieser Frage uneinig. Unsere Mitgliedstaaten haben die Wahl, wie sie ihren Energiemix machen. Aha. Und da haben wir einige Mitgliedstaaten, die sagen eher Gas als Grundlast, andere eher Nuklear als Grundlast. Da gibt es ja noch dein Heimatland. Was sagen die denn nochmal? Ach ja, stimmt. Die sagen, wir schaffen das ohne eure Hokuspokus-Nummer. Aber das Interessante ist auch, wenn du mal liest, wir geben 10 Milliarden Euro jährlich. Jährlich, ja? Gestern hat man ja eben so 100 Millionen mal eben so rausgehauen. Was sind denn Millionen heutzutage? Nein, jetzt heißt es 10 Milliarden Euro jährlich mit den KfW-Krediten, das sind 3 Milliarden. Und den privaten Klimainvestitionen sind 500 Millionen. Kommen wir auf 10 Milliarden Euro jährlich für den weltweiten Klimaschutz. Für den weltweiten Klimaschutz. Also keine Ahnung, wo die Kohle bleibt, ist ja egal. Damit übernimmt unser Land 10% der internationalen Klimafinanzierung. Denn die Industriestaaten haben sich verpflichtet, zusammen 100 Milliarden auszugeben. Das heißt, wir übernehmen mal eben 10% von allen Industriestaaten. Komm, gleichzeitig lese ich im Spiegel, der Staat kommt im sozialen Wohnungsbau nicht hinterher. Um den Bestand zu halten, müssten wir jährlich 40.000 neue Wohnungen entstehen lassen. Bis 35 fehlen uns aber jährlich 40.000 werden weniger. Also, ach komm, was soll das denn? Sozial, wir haben das Geld, wir sind das Sozialamt der Welt. Interessant ist auch, dass jetzt auch mal unser, hier, Herr Steinbock. Der Steinbock, der Bundespräsident, jetzt auch vergessen wurde von den Scheichs. Eine halbe Stunde dann schön oben in seinem Flieger stand. Das ist ja schon mal unser super Außenministerin passiert. Das war auch geil. Das ist ja total untergegangen. Hört euch das mal an. Im Interview, als sie mit Indien dann so einen kleinen Disput hatte. Wie haben die denn reagiert? Ziemlich genervt und so wie ich fand auch überraschend scharf. Echt? Indien hat keinerlei Bereitschaft gezeigt, das Handelsvolumen mit Russland irgendwie zu beschränken. Warum? Und in dem Sinne freue ich mich sehr auf unser nächstes Treffen, das ja relativ zeitnah Ja. dann Anfang des Frühjahrs im Rahmen des G20 Außenministertreffens sein wird. We are fighting a war against Russia. Das kam nicht gut an. Hat sogar keiner abgeholt. Alter. Hallo. Keiner da, sagt sie noch. Ja. Weit man Zeil. Oh, und Herrn Lavrov hat man aber nicht vergessen. Ja, es ist schon abenteuerlich. Nat King Cole, auch geiler Sänger. Where's everybody gone? Ja, also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Freut euch schon mal auf die Milliarden, die mal eben wohin flattern, keine Ahnung wo. Und geht fleißig arbeiten und zahlt fleißig Steuern, weil die werden demnächst erhöht. Und dann schucken wir für den Rest der Welt. Yeah!